The silly little feeling makes me wanna cling. As I put off and rearrange my plans, conserving that sweet moment like a precious thing. As I try not to get dazed by everyday love. Also starke Frauen ist für mich eigentlich nicht so das Thema, weil ich ja schon so lange in dem Geschäft bin und wenn ich nicht stark gewesen wäre, dann hätte ich das nicht durchgehalten. Der Vorteil am Musikersein ist ja, dass man erstmal als Musiker bewertet wird und nicht so sehr nach seinem Geschlecht und eher nach seinem Können. Es war wichtig, dass ich gut bin und dass ich das darstelle, was ich persönlich gerne darstellen möchte. Das hat mich immer weitergebracht und ich glaube, das können auch Menschen verstehen, weil ich einfach so bin, wie ich bin, geradeaus und meistens ehrlich. Also das Heft ganz allein in der Hand halten, das ist ja eigentlich gar nicht so, selbst bei einer Soloproduktion, weil man hat viele Menschen, die einem zuarbeiten, die einem helfen, die einen unterstützen und die einen dazu bringen, etwas fertigzustellen. Man ist nie ganz allein, auch wenn es Solo heißt. Entstanden ist das Ganze eher zufällig. Wir haben festgestellt, also die Musiker und ich, dass wir alle fast Nachbarn sind, also sozusagen in Neukölln und Kreuzberg ansässig sind und haben uns dann überlegt, wir treffen uns einmal die Woche zum Proben und das haben wir dann einfach kontinuierlich über anderthalb Jahre gemacht und hatten dann auf einmal 9 bis 10 Songs, mehr oder weniger fertig und haben uns überlegt, jetzt könnten wir das Ganze mal aufnehmen. Und dann sind wir zusammen nach Polen gefahren und haben innerhalb von 3 Tagen das ganze Album reingekloppt. To be with you. Die Initialzündung für ein neues Album ist immer die Krise. Also ich meine, es gibt viele Themen, über die man schreiben kann. Es gibt Politik, es gibt den Terror, es gibt Beziehungen, es gibt Alltagslärm. Das Internet wurde mir zu viel. Ich saß nur vor diesem Bildschirm und für mich war es wichtig, davon wegzukommen, weil es war schon fast wie eine Sucht. Warum ist das Album jetzt erwachsener als die Alben davor? Naja, ich meine, man wächst. Und das war mir sehr wichtig, die Melodien sehr einfach zu entwickeln, die Texte aber ein bisschen komplizierter zu gestalten, damit die auch zum Denken anregen. So don't you bow your head in shame. You are not the one to blame. You must never try to bear all of their pain. Warum ist dieses Album für mich eine Herzenssache? Für mich war es einfach mal wichtig, meine Stimme zur vollen Geltung zu bringen, weil ich bin ja doch sonst ein Mitglied von Ensembles, in dem sehr viel elektronisch gearbeitet wird und die Stimme sozusagen ein Teil des Ganzen ist. Und für mich war es wichtig, die Stimme einfach mal so natürlich wie möglich darzustellen und einfach zu zeigen, was ich als Sängerin so alles in mir habe. Feeling makes me wanna cling as I put